Praktisches Wissensmanagement als Führungs- und Managementaufgabe im Hotel, Gastronomie und Tourismus. Herr Peters berichtet als Direktor eines Stadthotels. Soeben hat Herr Peters erfahren, dass sein Küchenchef Herr Meier nach 20 Dienstjahren das Hotel leider verlässt und zum direkten Mitbewerber abwandert. Kurze Zeit später erhält er zusätzlich die Kündigung seines Abteilungsleiters Herrn Schulz aus dem Front Office. Er war 10 Jahre lang die tragende Säule im Unternehmen im Bereich Qualitätsmanagement, Vertrieb und Customer Relationship Management. Das gesamte betriebliche Wissen um Kunden, Marketing, Produkte und Prozesse wandert nun direkt zum Mitbewerber. Denn leider gab es bislang kein strategisches Wissensmanagement in seinem Hotel, was zur Folge hat, dass keinerlei Wissen oder betriebliche Prozesse strukturiert erfasst und organisiert wurden. Das Hotel verliert dadurch unvorbereitet 30 Jahre an Erfahrungswissen. Herr Peters ist bestürzt und ratlos. In Zeiten hoher Fluktuation und Fachkräftemangel fragt sich Herr Peters nun, was er verkehrt gemacht hat. Wie hätte er es vermeiden können, dass wertvolle Jahre an betrieblichem Erfahrungswissen undokumentiert, unkodifiziert und unvorhergesehen das Hotel verlassen? Genau da kommt praktisches Wissensmanagement ins Spiel. Praktisches Wissensmanagement beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Transfer, der Speicherung sowie der Nutzung von Wissen. Es handelt sich um eine Querschnittsdisziplin aus Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaft, Informationsmanagement, Organisationsentwicklung und Personalentwicklung. Leadership ist der wichtigste Bestandteil von Wissensmanagement und bezieht sich auf die Führung von Mensch, Organisation und Technik. Neue Arbeitsplatzmodelle und flexible Formen der Arbeitsorganisation und kollaborative Tools wie zum Beispiel moderne Online-Lösungen aus der Cloud unterstützen die heutigen Wissensarbeiter. Herr Peters sucht nach Hilfe in der Branche und findet diese im Projekt Tourismus 4.0 in Schleswig-Holstein. Mithilfe des Online-Kurses Praktisches Wissensmanagement von Ansgar Jahns, der innerhalb des Projektes angeboten wird, erstellt Herr Peters einen individuell angepassten Wissensmanagementplan. Der Kurs vermittelt elementare Strategien, um Mitarbeiter für dieses zentrale Thema motivieren zu können. Weiterhin ist er danach in der Lage, anhand professioneller Methoden Wissen im Unternehmen strategisch und operativ zu identifizieren und bewertbar zu machen. Damit ist es möglich, innerhalb der eigenen Organisation strategische und operative Handlungsziele im Wissensmanagement praxisnah und nachhaltig aufzustellen und zu erreichen. Durch das Erlernen von praktischen Methoden, professionellen Strategien und Self-Assessments gelingt es Herrn Peters nach dem Kurs, den Rohstoff Wissen professionell in seinem Hotel zu managen. Zitat: Unternehmen wissen oft nicht, was sie wissen, aber das kann Herr Peters nun ändern. Sie interessieren sich darüber hinaus für das Thema kollaborative Tools oder Leadership? Bitte beachten Sie dazu auch unsere weiteren Online-Kurse, die genau diese Themen vertiefen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich jetzt für die kostenlose Probephase ab Januar 2019.